Vinicius, Maniago-Platz, Mittwoch, 12. März 2014. Bürger, die vor Wut auf die Straße gehen, wegen der und gegen die Politik, vor allem aber gegen goldene Politpensionen in Millionenhöhe. Solche Bilder kennt Südtirol nicht, aufbegehrt wurde bisher selten, bis nie. Hier am Platz des Protests vor dem Landtag treffen wir Gerhard Mummelter, gebürtiger Bozner und langjähriger Rom-Korrespondent der österreichischen Tageszeitung Der Standard. Mummelter beobachtet derzeit gespannt die Entwicklungen, die Folgen einer kochenden Volksseele. Ich kann es verstehen, dass die Volksseele bei solchen Dingen kocht, auch wenn dann die Reaktionen und auch die aggressiven Töne gegen die Politik im Allgemeinen schon von gewissen Medien sehr stark geschürt waren. Nicht? Ich glaube, dass ein solcher Skandal auch die Distanz zwischen der Politik und dem Bürger aufzeigt. Distanz zwischen Politik und Volk, eine tiefe Vertrauenskrise, eine solche diagnostiziert auch Franz Kössler, gebürtiger Eppaner, langjähriger ORF-Korrespondent und derzeit in Rom zu Hause. Jahre des Überflusses rächten sich nun, sagt er. Was aber in Südtirol passiert ist, glaube ich, ist, dass in diesem Überfluss und in diesem finanziellen und materiellen Wohlstand die moralische Seite einfach vergessen worden ist und auch die staatsbürgerliche Seite. Eine Demokratie braucht eine Dialektik, sie braucht Kontrolle, sie braucht Transparenz. Und das kommt jetzt heraus. Jahrzehntelang hat man eigentlich sich immer darauf verlassen, dass das System schon wirkt, dass die Politiker auch ein Einkommen haben, das ihnen ja jeder irgendwie zugesteht. Aber keiner hat geahnt, dass eine so riesige Kluft besteht zwischen dem Lebensniveau eines Normalbürgers und den Privilegien, die Politiker sich da selbst zugeteilt haben. Kontrolle, Transparenz, nie eingefordert vom Volk. Denn lange garantierte ein System von Subventionen und Beiträgen den sozialen Frieden im Land. Viele nahmen, viele bekamen. Nun versiegen die Quellen. In Südtirol hat ein sehr patriarchales System geherrscht. Man ist zum Landeshauptmann gegangen und hat dann irgendwie geschaut, dass die Probleme gelöst werden. Man hat sich gegenseitig geholfen. Und deswegen haben alle darauf verzichtet zu schauen, was da eigentlich läuft. Es ist ja Transparenz nie eingefordert worden. Es ist auch das, was eine Demokratie ausmacht, Kontrolle, Auseinandersetzung, politische Konfrontation, nie so, solange es allen gut geht, interessiert das die Leute nicht so sehr. Und das rächt sich auf die Dauer. Ich meine, wir regen uns alle auf über Berlusconi, über die Verquickung von Medien und Politik. Aber wenn man schaut in Südtirol, ist es noch viel schlimmer. Dass Politikergehälter und Politikerrenten nicht die niedersten sind, das hat man ja schon seit jeher gewusst. Ich glaube, dass dieser Aufstand dadurch kommt, dass die wirtschaftliche Situation der Leute schlechter wird. Und solange einer die Möglichkeit hat, also zu glauben, dass es in Zukunft besser gehen wird, dass es seinen Kindern besser gehen wird, dann ist man bereit, nicht nur ein Auge, sondern auch zwei Augen zuzudrücken. Wenn dies nicht mehr der Fall ist, und das ist jetzt tatsächlich so, dann werden wir alle viel genauer, dann werden wir alle viel heikler und dann gehen wir alle genauer schauen, wer was bekommt. Und ich glaube, dass sich dieser Aufstand so hauptsächlich so erklären lässt und natürlich auch wegen der hohen Renten, die die Politikerkaste kassiert. Ich glaube, der Fehler liegt in der urmenschlichen Neigung, dort zuzugreifen, wo man die Möglichkeit hat. Das heißt, dass der Fehler im System liegt dort, wo man diese Möglichkeit schafft. Italienische Medien hatten Südtirol immer wieder im Visier, geißelten seine vermeintlichen Privilegien, prangerten das Vorzeigemodell an. Letztendlich zu Recht. Das mit dem Vorzeigemodell, das ist so ein Märchen, das man sich sehr gerne erzählt. Und die Südtiroler lieben es, ihre Provinz als Musterprovinz dargestellt zu sehen. Wenn ich zum Beispiel die Zeitung aufmache, dann stoße ich auf Dinge, die ich nicht einer Musterprovinz zuordne. Etwa die Tatsache, dass die Südtiroler Volkspartei einen Schuldenberg von 5 Millionen angehäuft hat und jetzt ihre Mandatare zwingt, Bürgschaften zu unterzeichnen. Oder auf die Tatsache, dass die Südtiroler Sparkasse
in der Bilanz ein Loch von 40 Millionen aufweist. Südtirol hat in diesem Falle der Vergütungen an die Politiker sicher seinen Skandal und der Protest ist auch gerechtfertigt. Ich glaube aber nicht, dass im Allgemeinen jene Beobachter, die gesagt haben, ja, im Grunde ist alles gleich, vom Brenner bis Sizilien, dass sie Recht haben. Das glaube ich nicht. Also man muss unterscheiden, man muss sehen, wie hier mit dem öffentlichen Geld umgegangen wird und wie das in anderen Regionen geschieht. Auch glaube ich, dass man in Zukunft die Autonomie etwas kritischer hinterfragen muss, dass man die Frage stellen muss, ist das, was autonom ist, automatisch gut? Ich glaube nicht. Mich als Südtiroler, der im Ausland lebt oder jetzt in Rom lebt, schmerzt das schon, wenn man liest, mit welcher Häme jetzt zum Beispiel die italienischen Zeitungen darauf hinweisen, wo es bisher immer geheißen hat, ja, da oben das La Buona Amministrazione und so. Und jetzt fast eine Schadenfreude zu sehen scheint, ihr seid genauso korrupt. Ihr seid genau. Und dann noch diese absurden Dinge mit den Spesenrechnungen. Da sind wir wirklich jetzt, glaube ich, an erster oder zweiter Stelle an den absurden Dingen, für die Geld ausgegeben wird. Die Politik habe großen Schaden genommen, zuletzt durch den Pensionsskandal, das sagt Philipp Achammer. Er gehört zur neuen Politikergeneration, gehört zur derzeit arg gebeutelten Mehrheitspartei SVP. Der Neolandesrat betont, Südtirols Politik brauche eine 180-Grad-Wende. Schluss mit Bedienen. Das Erste, was jetzt getan werden muss, ist eine Regelung zu finden, damit diese unrühmliche, diese schwerwiegende Angelegenheit wieder rückgängig gemacht wird. Dann wird es aber auch nötig sein, dass man eine neue Transparenz und ein neues Amtsverständnis mit einführt. Diese Angelegenheit hat gezeigt, dass Transparenz großgeschrieben werden muss in sämtlichen Angelegenheiten. Natürlich in besonderer Weise, was Amtsentschädigungen und Rentenbezüge betrifft, aber ein neues Amtsverständnis auch dahingehend, dass Politik eine Berufung, ein Auftrag auf Zeit ist und nicht ein lebenslanger Beruf. Und wenn man das unter diesem Aspekt sieht, dann werden auch Amtsentschädigungen und Renten unter einem völlig anderen Licht betrachtet werden. Achammer ist auch als möglicher Obmann-Nachfolger im Gespräch. Die SVP hat bereits Konsequenzen gezogen. Ein Wechsel an der Parteispitze steht bevor. Müssten nicht mehr Köpfe rollen für mehr Glaubwürdigkeit? Personelle Schritte allein genügen jetzt nicht. Ich glaube, der erste Punkt muss sein, dass die Bevölkerung ein Anrecht darauf hat, dass in der Sache zügig gehandelt wird. Das ist im Interesse aller, dass man zu einem Fehler auch offen steht. Das muss die Politik auch tun und sie muss darauf reagieren. Deshalb zuerst in der Sache handeln und zum Zweiten haben wir nach dem sicherlich sehr, sehr schwierigen Moment auch für die Südtiroler Volkspartei entschieden, einen Neustart in der Partei jetzt zu wagen. Eine neue Art von Politik ist also gefragt. Es gibt nur einen Weg, das heißt Transparenz, Offenheit, dass man diese Dialektik, diese Auseinandersetzung, die in Südtirol nur beschränkt stattgefunden hat, dass man das jetzt zu einem System macht. Die Lehre ist, glaube ich, das Gebot der Transparenz. Überall, wo Transparenz herrscht, lassen sich die Probleme relativ leicht lösen. Hand aufs Gewissen muss die Politik tun, diesen Beruf nicht mehr so wirtschaftlich schmackhaft machen, denn es ist offensichtlich, dass einige in die Politik gegangen sind, um ihre wirtschaftlichen Probleme zu lösen. Und endlich mal mit Ideen kommen. Das fordert nun auch das Volk. Ein neues Demokratie- und Politikverständnis scheint sich langsam durchzusetzen. Es war in der turbulenten Zeit der Tiroler Freiheitskämpfe um 1809, als ein Einsiedler sich in diese Gegend zu Füßen des Tschöggelberges verirrte und im tiefen Wald über dem Lahmannhof Unterschlupf suchte.